Also, das ist, ich weiß gar nicht, ob man es als Vortrag bezeichnen will, aber es ist ja auch Lightning Talks. Also ich hatte letztens, habe ich wieder Zeit verschwendet und habe mich damit beschäftigt, wie ich meinen Editor besser konfigurieren kann. Also das kann man ja beliebig oft wiederholen, aber... Das ist keine Verschwendung. Genau. Es gibt eine wunderbare Webseite, die ich in diesem Zeitraum gefunden habe. Sie heißt Vim Awesome und eben hatte ich auch noch Internet in meinem Rechner. Und zum Beispiel... Warum? Ja. Also ich krieg eine TLS-Handshake und dann geht es ganz langsam. Ne, ich krieg nicht mal DHCP. Ja, jetzt habe ich es auch gekriegt. Okay. Naja, gut. Also es gibt diese Webseite, da kann, das ist ein großes Directory von ganz vielen tollen... Guck mal, Emmanuel hat das schon, warum? Da gibt es ganz viele tolle Vim-Plugins, die irgendwie so geratet werden und irgendwie... Ja, toll. Das ist besser? Naja, whatever. Ist ja auch egal. Jedenfalls merke ich die URL, guck da später drauf. Ich schmeiße meinen Browser wieder irgendwo in den Orkus. So. Und da habe ich Dinge gefunden. Oh. Eine WLAN-Sax.pdf. Na, das hat bestimmt Gründe. Das blaue sind Kommentare, das ignorieren wir einfach fleißig. Im Wesentlichen habe ich... Vim-Skript. Ja, folgende schönen Plugins gefunden. Erstmal ein Projekt, das heißt FZF. Das ist so ein generischer Fuzzy-Searcher. Das ist irgendwie so ein großes statisches Go-Binary. Das kann auch gar nichts, außer Standard inlesen und dann irgendwie das Terminal aufmachen und gucken, was man so tippt. Ich kann das mal irgendwie Standalone benutzen. Ja, okay, es hat jetzt gerade der Punkt quasi durchsucht nach allen. Aber, keine Ahnung, wir können da irgendwas reinpipen. So, jetzt hat das halt irgendwie 4000 Zeilen Standard ingefressen. Und jetzt können wir irgendwie alle Zeilen mit Pfeil suchen und, keine Ahnung, alle, wo irgendwie Pfeil und Output drin steht. Und dann kann man sich halt irgendwie eine Zeile aussuchen. So, das ist FZF. Das macht nicht viel und gibt dann eine Zeile wieder aus. Aber es gibt ein Vim-Plugin, das benutzt. Das benutzt FZF, um Dinge in Vim zu finden. Als da wären Buffer. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, was Vim-Buffer sind. Also, Vim macht normalerweise, wenn man einfach neue Dateien aufmacht, die alten nicht so ganz zu, sondern die hängen auch so ein bisschen rum. Was es einem normalerweise ermöglicht, da relativ schnell wieder hin zu navigieren. Oder. Auch Doppelpunkt-Files, also hier hinten, es ist immer Keyboard-Mappings, also irgendwie von irgendeinem Character auf normale Kommandozeilenbefehle. hier Epsilon zum Beispiel macht jetzt Doppelpunkt-Files, ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so spannend, aber das sind gerade alle Files, die hier in dem aktuellen Verzeichnis rumliegen, warum auch immer diese Dateien da gerade rumliegen. New, also macht eben New-Files, das ist das gleiche, bloß im neuen Fenster. Keine Ahnung, gibt es hier irgendwas Interessantes? Ja, nur das hier. So, das ist jetzt halt irgendeine Datei. Nicht besonders nützlich in diesem Fall. Klein Sigma macht Suchen in der Datei und Groß Sigma macht Doppelpunkt AG. Das ist, ich suche mir mal irgendwie eine Datei, wo man auch sehen kann. Android, ja, komm her. Ja, besser. Ja, das, also griechische Buchstaben mache ich einfach, indem ich die rechte Alt-Taste benutze und auf meinem Keyboard rumhämmere. Also wenn ich E drücke, kommt halt Epsilon dann und entsprechend. Da kann ich auch was zu erzählen, aber das wollte ich in einem anderen Talk machen und nicht heute. Ja, ganz viele Layer, man kann das ja alles konfigurieren, wie man will. Genau. Insbesondere, also Groß Arc ist eigentlich so wie grep, bloß in besser. Also jemand hat sich hingesetzt und aus grep, beziehungsweise eigentlich R-grep, alles rausgeschmissen, was langsam ist. Das macht genau das gleiche, es nimmt irgendwie einen String und kann rekursiv tatsächlich durchsuchen, aber es versucht es möglichst schnell zu tun. Ich glaube, das ist noch schneller. Sicher? Ja. Ja, man kann Indizes machen vorher. Nee, du kannst RIP-Grep machen. Hast du es gemessen? Also, ja. Okay, gut. cool, also ACK ist das Doppelpunkt ACK fällt aus irgendeinem Vim-Plugin raus. Ich denke mal aus diesem da drunter. Und benutzt in diesem Fall ACK, das kann man aber auch konfigurieren. Also hier steht es ja schon, ich habe gesagt, es soll AG benutzen. Es gibt, also es ist nicht ACK, es ist AG. Es gibt mehrere Programme, die versuchen, so wie R-Griff zu sein, aber schneller. Offenbar noch eins, das ich nicht kannte. Effektiv ist es jedenfalls, dass ich irgendwie Groß Sigma machen kann und ich kriege in endlicher Zeit eine globale Suche über mein gesamtes Projekt. Das ist gerade fertig geworden. Das hat jetzt alle Zeilen, die irgendwie in diesem Projekt sind,
gefunden und in mein FZF geschmissen. Und jetzt habe ich halt iterativ Volltextsuche effektiv. Das ist so schnell, dass man es auf real großen Projekten nutzen kann. Also dieses Projekt hat gerade so die Hälfte von OpenCV noch da drin. Also das ist wirklich eher größer. Das ist sehr, sehr angenehm. Und zum Zweiten, also es gibt auch irgendwie Vim Plugin Manager, damit habe ich mich aber zugegebenermaßen noch nicht auseinandergesetzt. Ignoriert dieses hässliche Sourcing. Es gibt ein Plugin, das heißt Easy Motion. Das macht, ich weiß nicht, wer alles Vim Motions kennt, aber man kann solche Sachen machen wie zum Beispiel klein FV springt zum nächsten V und groß F Doppelpunkt springt zum vorherigen Doppelpunkt und klein W springt zum nächsten Wort und groß B springt zum vorherigen Space getrennten Wort und all diese Dinge. Und Easy Motion macht das ganz, also anders. Man kann, wenn man zum drittnächsten, sagen wir mal, Slash springen will, kann ich theoretisch 3F Slash tippen. Das Problem ist, um, wenn ich weiß, wo ich hin will, herauszufinden, wie ich da hinkomme, muss ich im Prinzip den übersprungenen Bereich bereits kennen, um zum Beispiel zu wissen, wie viele Slashes da drin sind. Das ist eigentlich gar nicht so cool. Stattdessen gibt es Easy Motion und das macht, ich hoffe, ich kriege das jetzt direkt hin, Folgendes. Es macht mir einen Prompt, was suchst du? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Slash sage, dann blendet es mir an allen Slashes, die ich so in der Gegend gefunden hat, Hotkeys ein. Und dann kann ich meinetwegen L drücken und bin halt bei dem Slash, wo eben das L angezeigt wurde. Das kann, wenn man unbedingt möchte, das auch über Window-Grenzen hinweg. Den Anwendungsfall hatte ich noch nicht so richtig, aber es geht. Gib mir Text. Keine Ahnung, wir suchen alle E's. Ihr seht, in allen Fenstern sind alle E's gekommen. Wenn er nicht mehr genügend Zeichen hat, dann macht er halt zwei Buchstabenkombinationen. Und das sind echte Motions. Also man kann auch die kombinieren mit Delete und Yank und all dem Kram. Und das macht halt einfach Navigation nochmal einiges schneller, weil man einfach erst gucken kann, wo man hin will, dann Easy Motion triggert und halt noch drei Tasten drücken muss und halt nicht den ganzen Zwischenraum verstehen muss. Wie das mit diesen Sonderzeichen funktioniert, will ich lieber gar nicht wissen. Ich habe mir auch mehr andere Plugins angeguckt, aber die fand ich nicht so nützlich, dass ich sie eingebaut habe. Ende des Vortrags.